Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 mit Frankreich, dem dreigeteilten Land, wie man hier so schön sieht. Allerdings haben wir gute Hoffnung, dass unsere Nachbarn gerade besiegt werden, die uns ja dann auch Ländereien abgenommen haben. Das war nämlich die Provence, die Provence war das. Die ist jetzt gerade durch, ich glaube, Orléans angegriffen worden und sieht nicht gut aus für die. Oh, Frankreich. England sieht Frankreich nicht länger als Rivalen an. Nee, wir sind so klein geworden, da geht das auch gar nicht wahrscheinlich, ne? Aha, die kündigen die Rechte auf. England ist nicht länger ein gültiger Rivale für Frankreich. Okay, da müssen wir, glaube ich, da was tun. Hier gerade reingeguckt. Okay, die hatten alle gekündigt, damit wir Geld kriegen. Und dann haben wir hier einen freien Platz, ne? Ja, die Provence nehmen wir dann ganz einfach als Rival, ne? Ist ja eigentlich gut zu erkennen, oder? Neapel, Tunesien und die Provence sind jetzt unsere Feinde. Nein, Rivalen. Feinde haben wir nur Neapel und die Provence. Ja. Was ist das hier? Waffengruppe mit England, Orléans, Provence und Portugal. Avignon und Savoy, machen wir bessere Beziehungen. Können wir das zurückzahlen? Oh ja, können wir zurückzahlen. Dann machen wir das doch. Und mit Savoy sind wir jetzt per Du sozusagen, oder was? Diplomat abberufen, weil wenn es nicht mehr geht, geht's nicht mehr. So. Auf Korsika gibt's Unruhen. Okay, haben wir da was von? Korsika, ist das das untere? Ja. Ist ja, Korsika ist ja eigentlich so, ne? Ah, das ist Korsika und Sardinien eigentlich. Ach so, Korsika ist da besetzt wahrscheinlich. Sardinien ist vom, besetzt von Korsika oder so. Keine Ahnung, sieht so aus. Was haben die denn für Freunde oder so? Gar keine. Verbündet mit Venedig, aha. Und Venedig ist hier. Ja, vielleicht sollten wir uns da mal ausbreiten, ne? Naja, aber das ist jetzt nicht entscheidend. Was machen wir? Gute Frage. Irgendwo ist es so ein bisschen Zeit abwarten natürlich. Schulden bezahlen. 1. Juni 1525, das ist, oh, wir Mai. 45 Taler müssen wir da bezahlen. Okay, wir hoffen, dass wir zusammenkriegen. 41 sind es jetzt. Das dann wird wahrscheinlich jetzt gerade fällig sein. Dann können wir auch nicht bezahlen. Was ist das hier? Ein Bündnisangebot. Ja, komm, das machen wir. Orléans ist hier. Bündnis können wir mal gut gebrauchen. Ein Darlehen wird bald fällig. Warte, da können wir das bezahlen schon. Darlehen tilgen. Zurückzahlen. 89, 10, 88, 88, 120, da ist 45. 15, 30, 15, 25, das müssten wir als erstes zurückbezahlen, ne? Okay, das ist zwei Stück mehr auf der Liste hier. Das ist nicht schön, ne? Ja, was können wir jetzt machen? Den haben wir im Bündnis. Kann man da noch Stimmung verbessern? Beziehungsaktionen. Beziehung verbessern. Weiß ich gar nicht, ob das geht. Wir probieren es einfach aus. Aber wir haben schon 172. Ob das überhaupt noch wird, das ist dann die nächste Frage, ne? Bündnis haben wir. Einflussaktionen. Können wir nichts machen. Mit wem war das? Mit Portugal haben wir Frieden gehabt. Okay, da können jetzt uns wieder angreifen. Okay, Waffenstill mit Orléans, aber da haben wir ja ein Bündnis. Das dürfte also nicht so das Problem sein. Und mit Engländern, ne, haben wir jetzt auch. Ich will nicht hoffen, dass die jetzt noch wieder böse werden, die Engländer, ne? Momentan können wir das nicht gebrauchen. Anspruch fingieren, ne? Auf Orléans geht nicht. Ne, das wollten wir auch, wenn nicht.
Autosave gerade. Wer ist das? Ach, Britannia, ne? Genau. Die laufen so bei uns durch die Gegend, das so richtig ist. Plus 57 haben wir mit denen. Da können wir vielleicht nochmal Einflussaktion? Nee. Beziehungsaktion? Nee. Achso, wir können nicht, weil wir gerade den weggeschickt haben, ne? Österreich möchte mit dem Gewehrzugang haben, den gewähren wir mal. Ja. Gut. Da verbessern wir dann als nächstes vielleicht. Mit Orléans sind wir schon ganz glücklich. 191. Geheimdienstaktion. Ja, Bündnis haben wir. Einflussaktion. Vasalle werden. Okay, das wäre auch interessant, ne? Was ist das? Avignon. Oh, da ist was passiert. Eine Pause. Kriegen unsere Diplomaten bei näher Bemühungen zur Beziehungsverbesserung mit Avignon. Maximal 100 abberufen. Und Orléans auch. Gut. Ungarn wurde der Krieg erklärt und das war Polen, okay. Und was ist das? Frankreich, wir haben einen Rückeroberungskrieg gegen Auvergne, Champagne, Toulouse, Berry. Sie haben Provinzen, die rechtmäßig uns gehören, alles klar. Ja. Ile-de-France, ne? Auvergne, alles Nachbarn. Ja, eigentlich müssten wir gucken, dass wir diese zwei Länder reinkriegen und diese auf jeden Fall, damit wir irgendwie hinkriegen, unser Land wieder zu ein. Mit Mailand und Hainaut, die waren hier oben, ne? Okay. Irgendwo hier waren die. Da sind sie, zwei kleine Ländereien. Auvergne, was mit denen? Waffenruhe. Und das zweite ist Rückeroberungskrieg gegen Frankreich und der Provence. Rivalen sind Toulouse und Feinde sind Dauphine. Okay, das würde bedeuten, die sollten wir eigentlich gucken, dass wir die wieder vereinnahmen. Ja. Dann müssen wir erstmal gucken, dass wir einer von den beiden Dingen, sag schon, sind sie frei. Bündnis. Wie sieht's da aus? Oh, die würden überhaupt kein Bündnis mit uns wollen. Ja, das ist doch schon mal schön, wenn die kein Bündnis mit uns wollen. Aha, wenn sie Nachbarn angreifen, geht's in Krieg. Alles klar. Wollen wir Beziehungen verbessern? Eigentlich eher nicht, ne? Anspruch brauchen wir nicht hingehen, weil es glaubt noch uns. Wir sehen das ja als Dingens an, wie heißt es? Als Kernprovinz noch an. Gut. Ja, können wir dann gegen den Krieg führen? Ja, Eroberung der Kernprovinz. Wenn wir das machen, die haben keine verbündeten Verbündeten. Wir können Orléans als Hilfe rufen, rein theoretisch, rein praktisch nicht, weil die es gar nicht wollen. Oh, Entschuldigung, da muss ich jetzt gerade mal niesen. Aber okay, das würde bedeuten, ich könnte zwar den Krieg jetzt erklären, wäre gerade aber nicht so sinnig, weil wir zurzeit überhaupt keine Soldaten haben. Ja, bevor die aber irgendwas abschließen, wäre das ja eine Idee. Ja. Das zu tun, ne? Aufrüsten. Auf der anderen Seite haben wir noch genug Schulden am Hintern, ne? Unruhen. Raterplätze sind frei, ist auch klar. Ja, das ist okay, jetzt nicht mehr. Was passiert hier? Aha.
PKD würde Autonomie in der PG will 40% steigen und 30% administrative Macht werden wir verlieren. Das war wieso ist Ile-de-France mir mal blau geworden? Das war doch eben noch. Sag schon, ein Teil der Provence. Interessant. Sehr interessant. Picardie ist da. Wir haben einen Teil unseres Landes jetzt wieder. Okay. Erhalten 40% lokale Autonomie. Und das andere wäre Verlust von 30 administrativer Macht. Das wäre dieses. Ja, sieht so aus, als ob wir das zweite besser nehmen wie das erste, ne, oder? Komm, machen wir so. Gut. Ja, damit ist unser Reich nur noch zweigeteilt. England hat Frankreich als ihren neuen Rivalen. Oh, super. Das ist ja auch wieder nett, ne? Wahrscheinlich haben sie hier schon irgendwelche Bündnisse gegen uns geschnürt. Okay. Und Berry, wie sieht's damit aus? Oh, da würde Orléans sogar mit in den Krieg ziehen. Sollten wir den Krieg erklären, oder? Und Orléans macht das für uns. Das wäre doch mal was, oder? Nee, wenn, dann würde ich schon gerne selber da reingehen. Und jetzt gucken wir, ob wir da nicht jetzt, sag schon, noch einen Kredit abbezahlen können. 126, 88 zurückzahlen. Okay. Der nächste wäre dann 120. Und dann ist nur noch einer mehr. Hier unten wären 45er. Ne, das sparen wir uns. Ja, hier wird schon aufgerüstet. Ja, müssen wir gerade ein bisschen warten. Ich will erst, wie gesagt, schuldenfrei werden. Das macht gerade ein bisschen Sinn, glaube. Wie sieht's denn mit aus? 7 haben wir in der Bilanz plus 7.23. Was ist das? England will Militärzugang. Ja komm, lassen wir machen erstmal, weil irgendwie müssen wir mit denen ja vielleicht mal uns positiven stimmen, oder? Poitou ist ein neuer Kardinalsitz, okay. Mal zwei aktive Kardinäle. Wie sieht's denn hier aus? Minus 155. Vielleicht mal Beziehungen mit England verbessern. Ist momentan vielleicht ratsam, oder? Dann haben wir noch einen frei. Wie sieht's mit Österreich aus? Oder können wir auch mal die Beziehung verbessern? Das ist nämlich der nächste Große, der nebenan wohnt. Machen wir auch erstmal. So, was ist das? Ein Darlehen wird bald fällig. Gut, gucken wir rein. Aber das war 120, ne? Ja, zum 25. Ach, das ist ja noch gar nicht bald fällig. Das sind noch 2 Jahre. Meine Güte. Dänemark. Sie erzählen uns über das Ereignis Grafenfelde. Fehde. Wobei sie von der möglichen Option Unterstützung des Prätendent gewählt haben. Okay. Keine Ahnung. Oh, wir können was erforschen. Gut, dann machen wir das, ne? Vizekönige. Bessere Kolonien. Okay, globale Tarife steigen um 20%. Machen wir. Besser ist das. Religiöse Unruhen in Pisa. Okay. Ich mache mal gerade eine Pause rein und lese das hier noch. Französische Ideen. Königreich Ideen haben sie weiterentwickelt und geben uns Zugriff auf Richtlinien für die Handel mit Eingeborenen. Okay. Aha.
Ja. Das hört sich doch prima an. Ja, Vizekönige, das hatten wir eben gemacht. Okay, wunderbar. Und dann können wir wieder weitermachen. Was kommt als nächstes? Freie Kolonien. Kriegen wir Kolonisten dazu. Naja. Gut, gucken wir einmal hier durch. Das ist nicht so berauschend. Wir sparen aber noch. Da haben wir Österreich angewählt. Das machen wir unser Land. Mit Aragon haben wir gute Beziehungen. Mit Aragon auch. Avignon auch, okay. Anhalt ist böse auf uns. Ob wir jetzt auch bleiben? Alle anderen sind eigentlich positiv hier unterwegs. Und wer ist da unten noch? Brandenburg ist auch negativ zu uns und Bretagne auch, aber zurzeit sieht es noch positiv aus. Böhmen negativ, negativ. Und die Mamelucken, die sind auch ganz negativ. Und die Ottomanen auch. Ach, hier unten England, das ist ja besonders negativ, ne? Ich glaube, da werden wir auch gar nichts verbessern können. Das ist vielleicht vertane Zeit mit unseren Diplomaten, ne? Ja, jetzt haben wir den Anspruch auf Beira verloren. Gegen Portugal. Na, egal. Gut, Geld können wir jetzt abbezahlen? Ja, können wir. 120 war das, ne? Gut. Okay, jetzt haben wir nur noch diese vier Darlehen. Davon sind zwei kleine. Geht also. So. Da ist der Handel. Der sieht ja richtig schlecht momentan aus. Ja. Die beiden sitzen hier. Wo können wir denn abschöpfen, da? Handelswert. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge mit beschäftigen, mit Handel, wie das besser ist oder so. Automatisches Speichern ist gerade an. Hier haben wir unten bald Militärgeschichte weiter. Hier dauert es halt mit den Dingens, obwohl das gar nicht mal so langsam vorangeht. Ja. Diese Idee. Erschaffung einer richtigen Flotte. Was brauchen wir denn für Schiffe? Aha. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir da was machen oder nicht. Gut. Nächstes Mal. 10%, okay, da kommen wir mit leben. Kirche ist jetzt nicht so wichtig, ne? In der Picardie gibt es Protestanten. Missionar entsenden, das machen wir doch mal, oder? Mhm, keine Prozente. Puh, brechen wir ab, bringt's ja dann nicht, ne? Lassen wir das. Soldaten haben wir keine, ne? Da müssen wir gucken, dass wir die kriegen. Auf Dauer. Sieht gerade schlecht aus, ne? So. Okay. Mhm. Ja, verlieren 5 Prestige. Was haben wir überhaupt an Prestige hier oben? 58 minus, das ist ganz schlecht. Aber steigt. Okay. Diplomatische. Wenn wir 30 verlieren. Ja, machen wir. Definitiv. Ja, und dann. Hier ist ja richtig viel los, ne? Ich weiß gar nicht, was die alle hier wollen, ne? Wer ist das denn hier? Berry. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir, was wir da mit denen machen, ne? Zurzeit laufen die alle durch die Gegend hier und wir wissen gar nicht, worum es geht. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es reichen.
Aber was ist hier? Wer hat besetzt durch Normandie? Okay, die besetzen die Normandie und da ist England dran. Oh, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mal sehen, was da passiert. Vielleicht fällt für uns was wieder ab, oder? Gut, danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.